und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei den quadratischen Gleichungen und heute machen wir die quadratische Ergänzung. So, mit der quadratischen Ergänzung kann man die quadratischen Gleichungen berechnen. Das kann man auch mit der Mitternachtsformel und mit der PQ-Formel. Aber jetzt schauen wir uns das an. Und ich habe wie immer ein paar Beispiele mitgebracht und wir machen das Schritt für Schritt. Und zwar ganz langsam. So, ich habe mitgebracht x² plus 4x ist gleich 5. Und der Lehrer oder die Lehrerin möchte jetzt, dass wir das Ganze lösen. Und damit wir das Ganze lösen können, brauchen wir als allererstes die quadratische Ergänzung. So, und die holen wir uns immer über den p-Wert. Und das hier ist dann der p-Wert, also die Zahl vor dem x. Die nennen wir auch den p-Wert. So, und die quadratische Ergänzung ist nichts anderes als p halbe und das Ganze in Klammern zum Quadrat. Sieht kompliziert aus, ist aber nichts anderes als quadratische Ergänzung. Und in Zukunft kürzen wir die ab mit Q.E. Okay, so, was machen wir jetzt? Wir nehmen jetzt unseren p-Wert 4 und sagen 4 geteilt durch 2, steht ja hier, und das Ganze hoch 2. Das, was hier steht. So, erst in der Klammer, 4 geteilt durch 2 sind 2, 2 hoch 2 sind 4. Und dann ist jetzt eben 4 unsere quadratische Ergänzung. So, das war ja einfach. Jetzt könnte das Video hier zu Ende sein, aber die Frage ist ja, was machen wir denn damit? Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. So, wir nehmen wieder unsere Aufgabe und das war x² plus 4x gleich 5. Und gerade eben haben wir herausgefunden, unsere quadratische Ergänzung war 4. Und genau das machen wir jetzt. Wir fügen jetzt die 4 hinzu. Und zwar rechnen wir jetzt einfach plus 4. Und ihr wisst noch, das machen wir auf beiden Seiten. Dann steht hier x² plus 4x. Und ich mache es jetzt einmal in Rot. Hier plus 4. Das ist die Ergänzung auf dieser Seite. Und auf der anderen Seite steht 5 plus 4. Jetzt haben wir schon quadratisch ergänzt. So, aber jetzt kommt die Frage, wofür machen wir das einfach eigentlich? Und das machen wir, weil wir jetzt im nächsten Gang wollen wir ja die binomische Formel benutzen. Und wir benutzen immer nur zwei verschiedene, nämlich entweder die erste oder die zweite. Und das hängt hier mit den Vorzeichen zusammen. Plus ist ein Zeichen für die erste binomische Formel und die wenden wir jetzt hier an. So, was passiert? Ich schreibe mal Bino hin. Aber wir machen nichts anderes als, Klammer auf, x plus 2, Klammern zu, zum Quadrat ist gleich 9. Wir haben also dies hier zusammengefasst. Und jetzt die Frage, wie geht das denn? Dafür machen wir einen kurzen Exkurs. Gleich geht es hier weiter. So, wir sind mal wieder ganz kurz bei der ersten binomischen, erste binomische Formel. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wenn nicht, habe ich dazu natürlich ein Video. Aber ihr habt irgendwann mal gelernt, a plus b in Klammern zum Quadrat. Und wenn ihr euch noch erinnert, dann war das nichts anderes als a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Wisst ihr das noch? Wenn wir das jetzt mal auflösen, dann könnten wir auch sagen, dass a plus b in Klammern zum Quadrat nichts anderes, also einfach anders aufgeschrieben ist, a plus b mal a plus b. Wisst ihr das noch? Und dann konnten wir hier rechnen, a mal a ist a Quadrat. Dann a mal b ist also plus ab. B mal a
plus AB und B mal B, B Quadrat. Wenn man das zusammenfasst, A Quadrat plus, das ist zweimal da, 2AB plus B Quadrat. So, und genau das machen wir auch. Und zwar dieses Mal mit x plus 2 in Klammern zum Quadrat. Daraus machen wir x plus 2 mal x plus 2. Und jetzt machen wir wieder Bögen. X mal x, x Quadrat. X mal 2 ist dann 2x. 2 mal x sind wieder 2x. 2 mal 2 sind 4. Fasse ich das zusammen, x Quadrat plus 4x plus 4. Und erkennt ihr das wieder? Genau, das ist das, was wir gerade eben hatten. Und das ist jetzt einmal rückwärts. So wenden wir die binomische Formel an. Okay, zurück. So, jetzt sind wir wieder hier. Und ihr seht, wir haben hieraus die binomische Formel gemacht. Und warum machen wir das? Naja, weil jetzt können wir einfach die Wurzel ziehen. Und etwas Quadriertes, Wurzel gezogen, dann steht da einfach nur noch x plus 2. Und auf der anderen Seite, die Wurzel aus 9 ist 3. Aber wichtig, plus 3 und minus 3. So, wir haben also diesmal zwei Ergebnisse. Plus 3 und minus 3. Und jetzt rechnen wir aus x1 und dann rechnen wir x plus 2 und dann fangen wir jetzt an mit gleich plus 3. Dann rechnen wir minus 2 und dann kommt hier raus x gleich 1. Und das ist dann x1. Machen wir x2. So, also dieses Mal x plus 2 gleich minus 3. Wir rechnen jetzt hier wieder minus 2, dann ist x2 gleich minus 5. Und dann haben wir unsere Lösungen. So, und unsere Lösungen sind minus 5 und 1. So, können wir das Ganze noch zweimal unterstreichen. Und dann haben wir unsere erste Aufgabe mit der quadratischen Ergänzung gelöst. Und wie kann man das vielleicht so mit einem Trick machen? Naja, ihr nehmt die hintere Zahl aus der quadratischen Ergänzung und daraus zieht ihr die Wurzel. Ne? Und dann habt ihr eigentlich immer die binomische Formel. Und das Vorzeichen gibt dann an, ob es dann die erste oder die zweite binomische Formel ist. So, das üben wir jetzt. So, zweite Aufgabe. Bisschen komplizierter. 2x² minus 12x minus 32 gleich 0. Okay, als allererstes bringen wir das auf x² runter. Also geteilt durch 2. x² minus 6x minus 16 gleich 0. Okay, weil wir quadratisch ergänzen wollen, müssen wir jetzt nur den p-Wert haben. So, und das hatten wir gerade eben hier. Das ist die Zahl vorm x, also hier mit dem Minus. Und dann ist p gleich minus 6. So, für die quadratische Ergänzung nehmen wir minus 6 durch 2 und das Ganze zum Quadrat. So, minus 6 geteilt durch 2 sind minus 3. Minus 3 mal minus 3 ergibt 9. Dann ist 9 unsere quadratische Ergänzung. Das war Schritt 1. So, jetzt geht's los. Wir können jetzt hiermit weiterrechnen. Also x² minus 6x minus 16 gleich 0. So, bevor wir jetzt die quadratische Ergänzung machen, nehmen wir diesen Teil hier rüber auf die andere Seite. Wir rechnen also als erstes plus 16. Das ist gleich einfacher. Also x² minus 6x gleich 16. Und jetzt machen wir unsere quadratische Ergänzung, nämlich plus 9. Auf beiden Seiten, versteht sich. Dann steht hier x² minus 6x plus 9 gleich 16. Und da müssen wir auch ergänzen,
plus 9. So, und jetzt brauchen wir wieder die binomische Formel. Dieses Mal hier steht ein Minus, alles klar. Hieraus die Wurzel, aus 9 die Wurzel ist 3, also Klammer auf, x minus 3 in Klammern zum Quadrat. Und jetzt haben wir es. Und auf der anderen Seite steht 25. Wunderbar. Wir machen das, damit wir die Wurzel ziehen können. Also ziehen wir jetzt aus beiden Seiten die Wurzel. Dann steht hier x minus 3 und hier steht 5. Und jetzt können wir wieder x1 und x2 ausrechnen, denn es ist plus 5 und minus 5. Also die erste Aufgabe wäre dann x minus 3 gleich 5 und die zweite Aufgabe wäre x minus 3 gleich minus 5. Daraus ergibt sich, wenn wir hier jetzt rechnen, plus 3, dass x gleich 8 ist, nennen wir das x1. Und hier würden wir rechnen plus 3 und dann wäre x gleich minus 2. Und das ist x2. Dann haben wir wieder unsere Lösung. So, und das ist dann minus 2 und 8. Und dann sind wir fertig. Okay, hätten wir das auch geschafft. So, zum Schluss machen wir es noch mal ein bisschen schwieriger. Also x² minus 10x plus 16 gleich 0. Als erstes holen wir uns wieder die quadratische Ergänzung. Dafür brauchen wir den p-Wert, das ist das hier. Und das ist dann minus 10 durch 2 zum Quadrat. Minus 10 sind minus 5. Minus 5 mal minus 5 ergibt 25. Und dann wissen wir, die quadratische Ergänzung ist 25. Okay, gut. Dann geht's los. X² minus 10x plus 16 gleich 0. Ich rechne immer erstmal diesen Wert rüber, also minus 16. X² minus 10x gleich minus 16. Jetzt die quadratische Ergänzung, also machen wir es nochmal in Rot, plus 25, aber auf beiden Seiten. Dann steht hier x² minus 10x und dann plus 25 gleich minus 16 plus 25 sind 9. Ist schon eingefügt. Okay, so, dann binomische Formel. 25, die Wurzel ist 5, also Klammer auf, x minus 5, das Minus sehen wir hier, zum Quadrat ist 9. Okay, Schlimmste ist geschafft, jetzt Wurzel ziehen. Und dann steht hier, x minus 5 ist gleich plus und minus 3. Und jetzt machen wir wieder zwei Aufgaben, x1 und x2. Also steht hier x minus 5 gleich 3 und hier steht x minus 5 gleich minus 3. Hier rechne ich plus 5, dann steht hier x gleich 8, das können wir x1 nennen. Hier rechne ich auch plus 5, dann steht hier x gleich 2. So, und das nennen wir x2. Und dann haben wir unsere Lösung. So, und da trage ich ein 2 und 8. Ich nehme immer zuerst den kleineren Wert und dann den größeren Wert oder erst den negativen und dann den positiven. So, und dann haben wir unsere beiden Lösungen. So, jetzt habt ihr drei Beispiele zur quadratischen Ergänzung gesehen. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt ein bisschen besser vorstellen. Und ihr merkt euch, da steckt die binomische Formel drin oder beide von dreien. Okay, das war's.